Es gab mal wieder einen Wetter- bzw. Wasserwechsel am Kupfersee und dementsprechend heißt es natürlich wieder neu testen und probieren, welche Aromatik denn jetzt gerade wieder geht. Und eine Aromatik, die ich noch nicht getestet habe, scheint gerade zu gehen. Salami. Auf Salami, Alten, kannst du nicht ausdenken. Ja, auf Salami ist schon ein paar Mal immer, oder es wurden schon mal Kois gefangen auf Salami. Im Moment, ich teste hier jetzt gerade einen zweiten Spot, denn der erste hat mir komplett nur Schuppenkarpfen geliefert. Zeige ich auch gleich nochmal eben den anderen Spot. Im Moment teste ich jetzt hier gerade frisch einen an für sich recht bekannten Spot. 4433 funktioniert immer wieder ganz gut. Kann man also immer mal wieder ganz gut testen, ob denn ein Köder oder eine Aromatik auch an diesem Spot, der ja eigentlich ganz gut funktioniert, ob das anspricht, ob das läuft. Ja, bis heute Nachmittag bzw. heute frühen Abend hatten wir noch warmes Wasser am Kupfersee. Und ja, seit heute frühen Abend ist auf einmal wieder soweit. Wir haben wieder normale Wassertemperaturen. Heißt natürlich, entweder bleibt das jetzt so oder vielleicht ist es in ein paar Stunden auf einmal wieder kalt. Das ist halt immer so dieser Wechsel, ne? Von der einen, von warm auf normal auf kalt, von kalt auf normal auf warm. Also diesen Zyklus macht das Ganze halt immer wieder durch. Und jetzt, wie gesagt, im Moment wieder auf normal. Salami Boili. So sieht es gerade aus. Der hier zählt nicht mit. Der war vorher schon auf 62. Da war allerdings nichts. Auf drei verschiedene Pop-Up-Köder hatte ich da rumprobiert. Und jetzt gerade eben hier auf Salami. Und da geht schon der nächste rein. Ja, Tatsache. Da ist schon der nächste drin. Auf Salami und geräuchert. Wir gucken uns natürlich gleich das Set nochmal im Detail an. Aber es scheint tatsächlich komplett die Schuppenkarpfen reinzugehen. Und zwar jetzt in zweierlei Bestätigung sozusagen. Denn der erste Spot hat eben auch die Schuppenkarpfen geliefert. Ich renne nochmal eben zurück. Also das hier ist der erste Spot. Auch eigentlich einer, der immer wieder funktioniert. Hier direkt neben dem Baum. Direkt hier am Hundebaum. Also direkt hier auf 15 Meter war ich hier, genau. 15 Meter, das ist die Stelle hier auf der Map. Und da dann eben rausgeworfen. Ja, Schuppenkarpfen ohne Ende. Also komplett Schuppenkarpfen. Wenige Ausreißer dabei, aber hauptsächlich Schuppenkarpfen. Das Schöne ist, das hat funktioniert tatsächlich komplett ohne Futtermische. Ausgeworfen, erstmal getestet. Und währenddessen hatte ich mir dann eine Futtermische zusammengestellt, habe mir die Sachen nochmal eingekauft und so weiter. Und ja, da lief halt so immer mal wieder ein Schuppi, einer nach dem anderen. Ja, und jetzt hier die Stelle, das ist halt hier die unten auf 4433, auch hier nochmal eben auf der Map gucken, so ein bisschen schräg rüber auf 13 Meter jetzt. Das heißt, wir landen ungefähr hier in diesem Bereich. Und ja, auch hier geht es tatsächlich gerade direkt weiter mit den Schuppenkarpfen. Will man Schuppenkarpfen? Nö, eigentlich natürlich nicht. Also für Schuppenkarpfen kann man vielleicht auch an eine alte Festung gehen oder zum Bärensee. Da muss man natürlich nicht extra zum Kupfersee. Aber was schon mal interessant ist, die Aromatik scheint zu funktionieren. Das ist ja schon ein Ding. Also auf Salami-Boili mit geräuchert und so. Also das ist natürlich ein wildes Ding. Auch von der Futtermische, die habe ich jetzt natürlich Crushed Boilies hergestellt. Auch da ist das natürlich so ein Ding. Lohnt sich das oder nicht? Ne? Also ich teste das natürlich jetzt noch ein bisschen und werde auch gleich noch mal ein bisschen weiterlaufen. Vielleicht auch mal wieder vom Anleger aus. Wobei das ja gar nicht weit. Ja, also ich werfe jetzt von hier aus gerade rüber. Es ist quasi die gleiche Area, aber hier vielleicht, hier hinten werde ich auf jeden Fall nochmal testen, nochmal ein bisschen weiter raus ins etwas tiefere oder hier in diesen Kantenbereich und da dann gleich nochmal gucken, ob da was geht. Na guck. Also, es piept hier immer wieder was.
Hier waren ja zuletzt auch immer wieder die C2 Super Freak. Also wenn die C2 Super Freak hier reingehen, wäre das zumindest schon mal nicht so schlecht. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurden auch schon mal richtig, richtig große Brocken gefangen auf Salami. Das war schon mal in den Rekorden drin. Allerdings nicht als Masse, sondern immer so als Ausreißer. Tja, ich würde sagen, erstmal noch ein bisschen weiter testen. Solange hier die ganze Zeit die Schuppenkarpfen drauf sind, würde ich sagen, ist das erstmal ein ganz okayer Köder. Beziehungsweise bevor wir jetzt hier weiter testen, gucken wir nochmal eben kurz rein ins Setup. So sieht's aus. Also klassische Haarmontage schon wieder. Das, was halt irgendwie immer wieder ganz gut funktioniert. Und dann hier mit geräuchert 15, also nur recht klein gerade unterwegs, weil zum Testen natürlich erstmal klein und fein. Und dann mit Salami-Boili und mit geräucherten Würstchen. Kannst du nicht ausdecken. Was eine Kombination. Und das dann als Köder. Plus Futtermische gucken wir natürlich auch noch gleich rein. Ich teste erstmal noch mal ein bisschen weiter und dann gucken wir mal, ob hier vielleicht noch irgendwie was Spannendes reingeht. Ja, das war mir natürlich noch wichtig. Also die Morgenstunden, die müssen auf jeden Fall immer noch erst getestet werden, bevor es weitergeht und vielleicht an eine andere Stelle hingeht. Und ja, es ging halt direkt los hier mit den Morgenstunden. Also sofort Attacke. Sobald es gerade hell geworden ist, sofort die ersten kurzen Zuppler. Und dann lief es auf einmal auch schon. Das muss auf jeden Fall immer noch mitgetestet werden. Und ja, auch immer natürlich die Frage, wie ist so ein Spot dann mit einem Köder auf lange Zeit? Allerdings werde ich das jetzt hier nicht über eine Stunde testen. Zwei Spots jetzt auch schon getestet. Zack, gerade ausgeworfen, sofort wieder Biss. Also das ist so an für sich gar nicht schlecht. Tatsächlich mit Futtermische dann vielleicht sogar auch nochmal mehr Frequenz. So soll das natürlich auch sein. Aber nach wie vor Schubbis. Und dann sogar auch noch die kleinen. Die wollen wir natürlich gar nicht haben hier. Aber auch hier natürlich kleine Pellets und Boilies. Also es ist ja auch relativ klein von den Ködern. Aber so kleine Brocken, die wollen wir natürlich nicht haben. Ich werde gleich nochmal ein bisschen weiterlaufen. Dann haben wir, glaube ich, drei Spots hier im Kescher. Und dann kann man einigermaßen schon mal sagen, ob da was geht oder ob da nichts geht. Was man aber jetzt schon mal sagen kann, ist, dass die Aromatik an sich anscheinend funktioniert. Vielleicht wäre das auch noch was, das werde ich wahrscheinlich gleich nicht testen, ob das hier vorne geht, auf so in diesem Bereich hier, auch da auf vielleicht 15 Meter von dem Anleger aus da rein. Denn da liefen ja anfangs auch immer ganz gut die Dinkelsbühler Karpfen. Und wenn man da so ein bisschen rustikaler reingeht, mit so einer geräucherten Salami, mit der Salami, ich werde weich, ey. Salami-Boili. Ja, hier auf jeden Fall noch testen und gleich hier vorne. Ich denke, ich werde das hier vorne in diesem Bereich. Ja, genau diese kleine Kante hier. So, das ist das hier auf der Map. Hier werde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal auswerfen. Und ja, von der Entfernung, denke ich, gehe ich mal so auf, na, ich würde sagen ungefähr auf 10 Meter werde ich hier gleich mal klippen und dann auch nochmal weiter testen, ob das da geht. Und dann schauen wir gleich da nochmal in den Kescher rein. Ja, auch hier ausgeworfen und es geht los. Also, auch hier scheint das zu funktionieren. Ist der Köder vielleicht doch gar nicht so wild? Also, ist das vielleicht doch gar nicht so abgefahren? Oder haben die Schuppenkarpfen mit 3 Kilo Gewicht irgendwie gerade Saison, dass sie alles fressen? Bisschen eigenartig, oder? Auch hier, wie gesagt, auf 10 Meter gerade geklippt, knapp ausgeworfen. Das heißt, wir landen hier gerade schön an der Kante. Ich habe noch gar nicht die Futtermische gezeigt. Die zeige ich natürlich auch gleich noch. Und dann haben wir eigentlich schon alles. Also, es gehen hier Schuppenkarpfen ohne Ende rein. Will man natürlich nicht. Aber ich bin auch ehrlich, ich will auch hier nicht 2 Stunden jetzt stehen und Schuppenkarpfen angeln, die hier vielleicht ja, einfach die ganze Zeit nur reingehen
und dann in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Koi noch reingeht, einfach die ganze Zeit hier durchziehen. Das ist mir auch einfach zu lang und zu langwierig. Aber offensichtlich scheint hier einfach dieser Köder zu triggern. Die Köder-Kombi zu triggern. Wir gucken gerade noch mal eben rein. Also, geräucherte Pellets. Geräuchert 15. Man kann das natürlich auch größer nehmen hier. Hier gibt es auch noch mal ein größer. Salami 15. Geräuchertes Würstchen als Dip. Smoked Sausages. Es ist einfach crazy. Und dazu dann hier die Futtermische. Als Basis, da haben wir erstmal so ein schönes Röggelchen genommen. Also ein schönes Roggenbrötchen, Roggenkleie. Salami, crushed, geräuchert, crushed. Und Gewürzmischung, auch nochmal gecrushed. Das heißt, wir haben da schon mal eher dieses komplett gewürzige. Dann nochmal geräucherte Feed Pellets gibt es. Und geräuchertes Würstchen als Aroma tatsächlich. Das ist die Futtermische. Und ich muss aber auch sagen, ich habe bisher, also am zweiten Spot gerade, war ein bisschen mehr los. Aber geräuchert alleine oder diese Kombi scheint auch zu funktionieren. Jetzt heißt es natürlich suchen, gucken, testen, probieren. Wo könnte das auch noch funktionieren? Und triggert das vielleicht irgendwann doch noch die Kois an einem gewissen Spot? Also hier unten kann man sagen, an den Stellen, an den 1, 2, 3 Stellen jetzt bisher wieder mal nur die normalen Karpfen, nichts Besonderes. Aber vielleicht findest du ja auch noch eine Stelle, wo auch noch mal ein bisschen was anderes reingeht. Vielleicht stelle ich mich doch gleich noch, während ich das Video schneide, da oben hin, hier in dem Bereich und teste das mal auf 15 Meter auch noch mal. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Ja. Ja, mache ich gleich, stelle ich mich gleich nochmal hin. Sollte da noch was reingehen und sollte da noch irgendwie effizient irgendwas reinballern, dann kann ich das ja nochmal einblenden. Ansonsten so viel zum aktuellen Test. Mal wieder auf Salami, es wurde mal wieder Zeit. Und offenbar funktioniert es mit der Salami und geräucherten Würstchen. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Und die restliche Woche auch ab 19 Uhr, aber nicht komplett RF4, sondern auch immer mal wieder was anderes. Bis dahin.